Hallo und herzlich willkommen in einem, Video, in dem ich mal Community Test Chambers spiele. Ich hatte da spontan Bock drauf und dachte, könnte sogar eine Reihe werden, dann spiele ich wieder Portal 2. Ihr wisst, dass ich total scheiße bin in den Rätseln. Also scheiße bin ich nicht, aber ich brauche manchmal ein bisschen. Ich habe mir einfach mal die Angry Tests, werde ich noch spielen, keine Angst, die hier oben sind. Aber ich habe mir jetzt einfach mal hier herausgesucht, die Design for Danger Tests, die sind top-rated, das heißt, die müssten ganz gut sein. Fangen wir mit Teil 1 an. Ich werde es auch so machen, dass ich ein Video pro Teil mache, außer ich brauche zu lange, dann werden es zwei. Aber ansonsten, schauen wir uns das Ding mal an. Und wir laden. Und wir laden und wir laden und. Ich bin total gespannt. Ich habe lange keine Testchamber mehr gesehen. Initiating surprise in 3, 2, 1. I made it all up. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Tolle an diesem Raum ist. If it makes you feel any better, they abandoned you at birth. So I very seriously doubt they'd even want to see you. Ganz ernsthaft? Diese Map gibt es bereits. Das ist. Egal. Nee. Egal, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Original Portal 2 hier. Das ist eine Brief-App sogar. Ebenso wie diese Kammer. Also irgendwas muss der gemacht haben, weil das ist ja die Originalkammer. Oder vertue ich mich da gerade? Das sieht aus wie die Originalkammer. The fuck? Ich spiel's einfach mal. Ich habe keine Ahnung, außer dem Schatten, der hier den Herr Scheiße berechnet. Jetzt gucken. Das sieht mir sehr nach der Originalkammer aus, tatsächlich. Ich denke, der hat da so eine Storyline reinprogrammiert. Programmiert ist vor allem relativ. Also hat eine Storyline draus gemacht. Mit Storyline meine ich hochqualitative Story. Mit Tiefgang, Nebencharakter. Oh mein Gott, ein Licht! Aha! Und erstmal ein Texturfehler. Naja, geht ja schon mal gut los. Ich will den Laser wieder haben. Der war so toll. Und warum ist das toll jetzt aus? Traurig. Egal. Folgen wir einfach mal. Ich komm. Hier ist keine Kollision. Doch. Wieso kann ich hier nicht hoch? Ich kann ja nicht mal hochspringen. Ja, doch jetzt. So. Folgen wir mal dem bösen. Adventure. Go on. I've. Cut her power. Ach, cool. Erinnert mich irgendwie an die Adventure Line aus. Diese rote Linie. Wie heißt die nochmal? Stanley Parable. The Stanley Parable. Ja, ich habe gerade überlegt, Stanley. When Stanley came to a set of two open Emancipation Grills, he entered the one in front of him. Ach cool. Ja, so kenne ich mich. So kenne ich das hier. Ich will da rein. Cool, sogar mit Skybox. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Das gefällt mir gar nicht gut. Ah, cut her power. Ah, da hat er die Power gecuttet. Adventure! Alright, let's go to an adventure. Jetzt werden wir gleich von so einem Crusher zerlegt. Ich erschrecke mich voll. Wisst ihr, was peinlich ist, wenn man Amnesia bei einer Vorlesung spielt und sich erschreckt? Riggs Test Adventure Chamber. Oh my god, I want to see dirt. Adventure, non-adventure. Non-adventure. Riggs' cowardly corner of cowardness. Suffer Fact-Sphere. Suffer Space-Sphere. Und da setze ich mich jetzt drauf. Ein physiksimulierter Stuhl, wie geil. Stuhl werfen. Stuhl. Aber das war das Einzige, was er Physik gemacht hat. Das war süß. Ja, ich muss auch mal was in den Workshop stellen. Ich hab nur keine Ahnung, was genau. Ich gehe mal hier runter. Hier ist nichts. Okay.
Wahrscheinlich war da wirklich, in Wirklichkeit was und ich habe einfach nicht hingeguckt. Ich frage mich übrigens bis heute, warum das so komisch verzogen ist. Das muss dafür irgendeinen Grund geben. Wahrscheinlich haben sie zu lange mit dem Dings das Logo drauf gebeamt. Es ist irgendwann drauf gebrannt. Mit dem Beamer. Adventure Chamber 1 von 5. Und es gibt 7 Stück insgesamt. Also 7 oder 8. Ne, 8. 8 von den... Ein Ring. Ich will da hoch. Ja, war geil. Klar, das wurde nicht so gut geratet. Okay, dann sehen wir uns also schon im nächsten Part. Das war ein sehr kurzer Part, aber ich habe gesagt, eine Map. Also von daher, ja, wir sehen uns im nächsten Video.